Domi, ein absolut großartiges Doppel hier in Kitzbühel. Wie gut haben sich denn die Skistars angestellt, deiner Meinung nach? Ja, richtig gut. Ich habe schon vorher gesagt, sie werden sicher besser Tennis spielen als wir Skifahren. Das haben sie, glaube ich, gezeigt. Aber nein, hat Spaß gemacht und er ist der perfekte Rahmen dafür. Kitzbühel im Sommer Tennis und im Winter Skifahren. Also war eine super Kombination. Ich komme leider viel zu wenig zum Tennis spielen, aber umso mehr macht es natürlich Spaß für so einen Laien wie mich im Tennis, damit mit so Kalibern zu spielen, weil die spielen natürlich auch die Bälle hin, dass das für uns ganz gut verwertbar ist. Und ja, ist auch beeindruckend einfach zu sehen, wie mit was für einer Lockerheit und mit was für einem Touch am Ball die das Ganze machen. Und das ist schon cool für uns. Ich hatte ja gar keine Erwartungen. Ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Aber ich finde, er hat eine ganz gute Power im Schlag gehabt, ein paar ganz gute Schmetterbälle gespielt. Da braucht es nicht viel Feinschliff und dann geht da noch was, glaube ich. Wir haben vor einigen Jahren hobbymäßig angefangen, sind wir leidenschaftlich dabei und ja, ist ein guter Abwechslung. Mit zwei so Stars spielen können ist eine Ehre und das hat nicht jeder und von dem her war das ein richtig cooles Erlebnis. Wie haben sich denn die Skistars deiner Meinung nach heute angestellt? Adrian Bertl, Marco Schwarz und Linus Strasser? Ja, die haben gezeigt, dass sie ein gutes Handel haben und haben fantastisch gespielt und war richtig schön und spannend anzusehen. Waren herrliche Bälle dabei mit dem richtigen Sieger.